Herzlich willkommen bei diesem neuen Tutorial-Video, bei dem ich dir den Handdrag beibringen werde. Ein Trick, der sehr leicht mit einer Session zu erlernen ist. Die Stößel davon tun überhaupt nicht weh und das Tolle dabei ist, wenn du ihn erlernt hast, kann man richtig coole Fotos von dir machen. Wie das Ganze auf dem Wasser aussieht, zeige ich dir jetzt. In den letzten Tutorial-Videos habe ich dir eine Vielzahl an stylischer, leicht zu erlernender Tricks beigebracht. Falls du die Videos verpasst hast, dann liegt es daran, dass du nicht auf diesen Abonnieren-Button geklickt hast, der sich unterhalb von diesem Video befindet. Bevor wir uns jetzt im Detail die Aufnahme vom Wasser anschauen, fangen wir erstmal mit der Playmobil-Figur an, damit du danach ganz genau weißt, auf welche Keyfacts du achten musst, wenn du den Handdrag erlernst. Ihr fahrt mit dem Kite auf 45 Grad mit einer hohen Geschwindigkeit in den Trick hinein. Damit der Kite euch jetzt gleich tragen kann, wenn ihr euch zurücklehnt, müsst ihr den Kite natürlich auf 12 Uhr hochlenken. Wenn ihr jetzt aber den Kite zu schnell hochlenkt, dann springt ihr natürlich. Das wollt ihr nicht. Ihr wollt möglichst nah über der Wasseroberfläche bleiben, damit ihr mit einer Hand ins Wasser greifen könnt und so ein Spray mit dem Wasser erzeugen könnt, was auf Fotos mega stylisch aussieht. Deshalb lenkt ihr den Kite langsam und kontrolliert Richtung 12 Uhr hoch. Und jetzt kommt es ein bisschen auf eure Handposition an. Die Hand, die in Fahrtrichtung zeigt, wandert zur Mitte der Bar. Ihr greift jetzt die Bar mittig, so dass die Leinen zwischen Zeigefinger und Mittelfinger durchlaufen. Das ist die Position, wie ihr den Kite am einfachsten mit einer Hand kontrollieren könnt. Die rechte Hand lasst ihr, also die hintere Hand, lässt die Bar gleichzeitig los und ihr lehnt euch nach hinten, wenn der Kite über 11 Uhr rüber ist. Wichtig ist jetzt, ihr dürft euch mit dem Board nicht zu stark aus dem Wasser rauspoppen. Wenn ihr euch über den hinteren Fuß zu stark aus dem Wasser rauspoppt, dann werdet ihr wieder einen Sprung machen. Ihr werdet es nicht schaffen, mit eurer Hand über die Wasseroberfläche zu sliden. Deshalb poppt ihr euch nur minimal mit dem Board aus dem Wasser raus. Lehnt euch so weit nach hinten, wie es geht. Jetzt überlegen wir uns mal, der Kite ist jetzt auf 12 Uhr. Ihr werdet langsamer mit eurer Hand. Bremst ihr natürlich auch so ein bisschen euch aus und der Schwerpunkt ist ja hier vorne vom Kiteboard. Damit der Schwerpunkt möglichst zur Mitte wandert, da wo euer Trapez ist, ist es besser, wenn ihr euren vorderen Fuß versucht wirklich nach oben durchzustrecken. Stichwort ist wirklich nach oben und den hinteren Fuß winkelt ihr an, damit das Board möglichst nah an den Körperschwerpunkt rankommt und ihr möglichst lange in dieser Position durchs Wasser durch könnt. Jetzt, ihr werdet ziemlich schnell merken, dass ihr zum Stehen kommt. Das hängt damit zusammen, dass ihr zum einen den Kite auf 12 Uhr habt, was natürlich vollkommen logisch ist, und ihr bremst natürlich auch mit der Hand das Ganze ein bisschen aus. Ihr werdet wirklich nur ganz kurz mit der Hand durchs Wasser durchsliden und dann werdet ihr automatisch wieder nach vorne kommen. Damit ihr jetzt landet und direkt weiterfahren könnt, was müsst ihr da machen? Ihr müsst dann natürlich den Kite wieder schnell runter auf 45 Grad runterlenken und dann könnt ihr weiterfahren. Wenn ihr den Trick einigermaßen ab und zu hinbekommen habt, dann ist es das, worauf es ankommt, das richtige Gefühl für die Bar zu haben. Wann habe ich zu viel Druck und bin zu hoch und wann habe ich zu wenig Druck und tauche wieder ein mit der kompletten Hand. Das ist so ein bisschen so das, worauf es ankommt. Wie das Ganze auf dem Wasser aussieht, schauen wir uns jetzt nochmal im Detail schön in Zeitlupe an. Ihr könnt ganz gut sehen, wie ich jetzt in den Trick hineinfahre. Die hintere Hand geht von der Bar weg. Ich greife die Bar mit einer Hand. Jetzt lehne ich mich da hinten, indem ich mich ganz leicht aus dem Wasser rauspoppe. Die hintere Hand greift jetzt ins Wasser. Jetzt seht ihr diesen Spray. Aber achtet jetzt stoppen wir mal kurz die Aufnahme. Achtet auf die Bewegung der Bar. Ich spule jetzt nochmal kurz zurück. Ihr könnt nämlich sehen, sobald meine Hand die Wasseroberfläche berührt, könnt ihr sehen, dass ich konstant langsam die Bar runterziehe, damit ich nicht mit meiner Hand zu weit im Wasser eintauche. Das ist das, worauf es bei diesem Trick wirklich ankommt, möglichst lange durchs Wasser durchzusliden. Und ihr bemerkt auch, kleiner Fehler bei diesem Video. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, dass ich die Bar minimal zu stark angezogen habe. Ich bin dann über diesen richtigen Punkt drüber hinweggegangen und ihr könnt sehen, dass plötzlich die Hand nicht mehr die Wasseroberfläche berührt. Und seht ihr, wie die Bar runtergeht?
Und jetzt will ich landen und achtet jetzt auch auf die Position der Bar. Ich stoppe nochmal kurz die Aufnahme. Ihr könnt sehen, dass ich die Bar jetzt wieder in Fahrtrichtung lenke, damit ich direkt weiterfahren kann. Ich fokussiere die Landung, das Board berührt die Wasseroberfläche. Ich lenke jetzt den Kite noch stärker nach unten, weil ihr sehen könnt, wie ich einfach den Druck verliere und ja, gleich schon wieder fast einen Wasserstart machen kann. Das hier sind tatsächlich jetzt die Key Facts, um den Trick zu lernen. Die häufigsten Fehler auf den Punkt gebracht. Kite zu schnell Richtung 12 Uhr hochgelenkt, zu stark aus dem Wasser rausgepoppt. Beide Fehler sorgen dafür, dass du einfach zu hoch springst. Dann kommt es darauf an, dass du ein richtig gutes Gefühl dafür hast, wo der Druckpunkt von der Bar ist und wann du ein bisschen mehr Druck brauchst, damit du nicht mit der Hand zu stark im Wasser einsinkst. Mehr ist es tatsächlich nicht. Wenn du jetzt diesen Trick lernst, kann das sein, dass du an einer Stelle so ein bisschen frustriert bist. Und zwar, ich bin mir sicher, dass du es hinbekommen wirst, aber du wirst denken, hey, warum kann ich nur so ganz kurz mit der Hand durchs Wasser durchsliden und das Board hochhalten und warum kippe ich denn sofort wieder zurück? Die meisten Aufnahmen, die du dir anschaust von diesem Trick, sind in Zeitlupe gefilmt. Und auch wenn du mal dir Videos von anderen Profis oder sowas mal anschaust, in irgendwelchen Produktvideos oder sowas, achte darauf. Es sind in der Regel Zeitlupenaufnahmen. Und wenn du den Trick in einer normalen Wiedergabegeschwindigkeit siehst, dann ist das wirklich ein Ding, was richtig kurz ist. Kennst du aber auch diese Aufnahmen vom Wasser, wo ein Kiter an jemanden vorbeifährt und ihnen so ein High Five gibt? Genau das, wenn du das machen möchtest, ist das, was ich dir gerade eben gezeigt habe mit dem Handrake, genau der richtige Weg dafür. Mit dem Unterschied aber, dass du dann versuchst, dich stärker aus dem Wasser rauszupoppen oder den Kite ein bisschen schneller Richtung 12 Uhr hochzulenken, damit du dann dich nach oben streckst und dann deinem Kumpel so mit der Hand einfach abklatschen kannst. Das war das Tutorial-Video zum Handdrag. Ich würde mich super darüber freuen, wenn du in die Kommentare mal reinschreiben würdest, wie du vielleicht diesen Trick gelernt hast oder vielleicht einfach mal mein Video ergänzt mit ein paar Tipps aus deiner Praxiserfahrung. Und das Wichtigste ist, womit du mir eine richtig große Freude machst, ist, wenn du jetzt auf den Abonnieren-Button draufklickst, damit du keins meiner weiteren Tutorial-Videos verpasst. Bis demnächst.